1 hat F. Was? Was? Ja, Mann! Hashtag ein Single zusammen! Was? 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 Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und? Da seht ihr den Boy. Heute widmen wir uns unserem Boy LR Cell, seinem Awakening und Showcase. Und bevor wir damit anfangen, Freunde, ihr habt gesehen, wie er gejobbt ist. Das war atemberaubend. Aber er hat mal dieses Artwork. Dude, wie der aussieht. So, was wollt ihr? Im TV-Studio macht König die Cell Games an und ich schreib so richtig voll zuversichtlich. Also das Artwork ist brutal, Mann. Das ist gerade wirklich im... Also das ist wegen dem, was das in dem TV-Studio ist. Das ist so geil einfach nur. Keine Ahnung, was... Also Cell ist krank. Also wirklich, bei allem Respekt, Alter, Cell. Werden wir gleich näher betrachten. Wie gesagt, wir werden erstmal Awaken. Für das erste Awakening braucht ihr 35 aus dem Dokument von Cell. Ganz easy, das schafft ihr auf jeden Fall. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Natürlich, wenn ihr den Dude, sofern ihr den gezogen habt. Aber damit ihr natürlich Bescheid wisst, wie ihr den, was ihr für ihn alles braucht, wie ihn erweckt, werden wir das Ganze erstmal machen. Und dann platzieren wir uns, das ist wie im Anime, aus dem TV-Studio, GG, zu den Cell Games. Also wer auch immer sich das Artwork ausgedacht hat, bei dem Props vom, also... Und es wird noch besser, nämlich, ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, weil es ist zwar ein bisschen lange her, dass ich ihn gepullt habe, aber ich kann es halt immer noch nicht glauben, ist im Livestream passiert, wie gesagt, durch ein Single-Sum, Hashtag ein Single-Sum, und bevor wir dann weitermachen, das entstand aus einem Meme, nämlich, ihr habt immer gesagt, hey, hat Osuru LR Cell, und ich hatte ihn da noch nicht, und ihr habt immer diesen Cell gemeint. Das ist der Free-to-Play-Cell, der Cell GT, den man sich Free-to-Play holen konnte. Und ihr habt immer so Meme draus gemacht. Oh, du hast so LSL, hast du LSL, habt euch witzig drüber gemacht. Also ich bin euch nicht böse, ich fand's witzig, hab auch selbst drüber gelacht. Und dann ist halt legit so ein paar Tage später gejobbt aus dem Meme. Aus einem Single-Sum-Livestream, das war atemberaubend. Und für das Awakening von der TOR-Version auf die LR-Version brauchen wir 21 Battlefield-Medaillen. Battlefield ist ein gutes Schlagwort, bevor wir weitermachen, ganz kurz, in Global hat es nämlich das Battlefield noch nicht, in JP gibt es. Was ist das Battlefield? Ist quasi ein Game-Modus ähnlich oder abwechslungsreich wie Boss Rush und Super Battle Road, natürlich ein bisschen anders. Battlefield vergleiche ich gerne wie mit einem Raid, um es kurz zu sagen, jedoch haben wir das nicht. Diese Medaillen bekommen wir auf Global momentan einige wenige durch den Barbershop, indem wir quasi Incredible Gems eintauschen. Das sind aber wirklich einige wenige, wie gesagt, und für den Dude allein brauchen wir 21 Stück. Heißt, eigentlich sollte dieses Battlefield hoffentlich in naher Zukunft mal kommen. Ich hoffe nach der 250 Millionen Download Celebration, weil ich will nicht, dass sie da quasi mehrere Battlefield-Medaillen einfügen, die wir dann durch Incredible Gems farmen müssen, sondern ich will sie aus den Battlefield-Medaillen bzw. aus den Battlefield-Währungen holen können, aus dem Barbershop. Denn für den Dude brauchen wir quasi 21 Stück. Nachdem wir die 21 Stück haben hier, erwecken wir ihn quasi zum LR-Status. Und das Artwork vom, also ich finde, und mitunter eines der geilsten LR Artworks hat unser Boy LR Cell und Cell Junior bekommen. Um es richtig zu sagen, heißt der LR Cell in Klammern Perfect Form und Cell Junior. Also bei allem Respekt, das sieht man brutal aus. Das sieht brutal aus, das Artwork von ihm. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ihn quasi erstmal ein bisschen Level trainieren und dann sehen wir uns gleich in dem Showcase wieder, meine Freunde. Und ja, Freunde, da sind wir zurück und schaut euch mal das Artwork an. Wie frech sind diese Cell Junior, die sind legit, das ist mein Squad, das sind meine Jungs, die so Faxen schieben, ich stehe in der Mitte, Osaru, und die machen, Mau, jeder ist so, oh, Mau, das sind wie die, vor allem der da oben links, was macht der, einfach gechillt so, und die, ey, ich finde das Artwork so krank, um ehrlich zu sein, das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Artwork, Unit selbst ist auch wirklich sehr solide, nämlich LSL, hier haben wir an der Stelle, ist natürlich Extreme Physisch Leader, er gibt den Extreme Physisch Charakteren durch seinen Leader Skill, HP Attack auf 100%, und Super Physisch Charakteren Key plus 2 HP Attack auf 70%. Und ja, ich konnte ihn leider nur auf SA16 vorher bringen. Ich habe das ein bisschen verkalkuliert. In den nächsten Tagen werden Purunga-Missionen kommen mit so Wünsche. Und da kann ich noch welche holen in Grand Kais. Und dann wird der Titaga auf SA20 hoffentlich sein. Für heute, fürs Showcase, ist er leider noch nur noch auf SA16. Aber das sollte nicht allzu schlimm sein. Mit seiner ersten Ulti, was macht er mit seiner ersten Ulti? Nämlich AOE Damage. Er trifft jeden. Er macht Colossal Damage gegen jeden Gegner. Und hielt sich um 10% HP. Mit seiner zweiten Ulti, mit der Ultra Super Attack,
erhöht er seinen Angriff stark für eine Runde, nicht stark, sondern Raise Attack für eine Runde, aber das ist ein 30%iger Boost für die eine Runde und macht dann mega Colossal Damage. Seine Passive ist halt perfekt für das World Tournament geschnitten, nicht nur für das World Tournament, auch für Super Battle zum Beispiel. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 90% at Start of Turn, hat er also immer. Zusätzlich bekommt er Key plus 1 und 10% pro Gegner. Pro Gegner, der auf dem Feld ist, bekommt er Key plus 1, 10%. Und ihr merkt das, ja, in einem World Tournament kämpft gegen 7 Gegner, dann bekommt er Key plus 7 zusätzlich dazu und 70% zusätzlich dazu. Sind bei Angriff 160%, also das ist wirklich sehr, sehr solide. Aber auch so hat er natürlich immer mindestens Key plus 1, 10% dazu. Also sprechen wir eigentlich von Attack 100%, Def 90% und zusätzlich Key plus 1 immer mindestens. Eigentlich, weil das wird separat kalkuliert, also der hat dann nicht Attack 100%, sondern ein bisschen mehr, weil das quasi separat kalkuliert wird, aber nur, damit ihr eine grobe Vorstellung habt. Ansonsten nichts, haben wir Gentleman Messenger von The Future, Big Bad Bosses, Shocking Speed, Ultimate Life Form, Fierce Battle und Legendary Power. Er ist in der Kategorie Android, ich habe selbst leider keinen Android-Leader, deswegen bewegen wir uns hier in ein Villains-Team, das trotzdem aus 5 Android-Charakteren besteht. Nur Rosé ist quasi der Leader, der gehört nicht zur Android-Kategorie. Als Friend werde ich entweder C17 nehmen oder Android 21. Wenn ich Android 21 finde, werde ich auf jeden Fall sie nehmen, weil sie quasi auch ein Extreme-Type ist. Deswegen würde ich sagen, wild zusammengewürfeltes Team, aber wir wollen hier LR Cell und die Junior, die Cell Junior showcasen. Deswegen werden wir den Fokus auf sie legen. Ich hole mal ganz kurz unseren Friend und dann sehen wir uns gleich in der Stage wieder. Bis gleich. Alles klar, trotz Friend System Filter habe ich leider keine Android 21 gefunden. Nicht schlimm, ich habe dafür ein C17 gefunden. Heißt, die Android Charaktere bekommen an der Stelle zusätzlich von ihm bzw. durch ihn seinen Leader Skill Key plus 3 HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130%. Problem hier ist, aber was heißt Problem? Also, damit ihr Bescheid wisst, C17 bekommt eine Leader Skill von Rosé nicht und Rosé von C17 nicht. Ist ja logisch, der eine ist kein Android, der andere kein Villain Type. Ist nicht schlimm, weil wir wollen hier quasi LR Cell showcasen. Und wir sind im Thales-Event, weil ich habe Thales gezogen. Spaß, schön wär's. Also legit schön wär's. Warum sind wir im Thales-Event? Weil, ihr seht schon, die ersten Charaktere, gegen die wir kämpfen, sind an der Stelle. Wie machen wir das am besten? Moment. Ja, wir lassen das einmal mal. Ne, den holen wir raus. Ich will eigentlich keine Ulti starten, weil der kann ulten. Ja, okay, doch, die werden ulten. Warum sind wir im Thales-Event? Wie gesagt, weil, ja, wir wollen LR Cell showcase und er hat eine AOE-Damage, AOE-Ulti. Und deswegen in der ersten Runde kann er quasi jeden treffen. Deswegen will ich mit den Charakteren, die wir hier zur Verfügung haben, erstmal nichts groß anstellen. Die sollen sich erstmal im Riemen halten. Nur die LR Androids kommen auf eine Ulti, ist nicht schlimm. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall neu da. Wow. Dann lasst auf jeden Fall Like da. Und dann wollte ich direkt rüberspringen zum nächsten Satz. Und dann kam da, dann lasst auf jeden Fall neu da zustande. Dann lasst auf jeden Fall Like da. Und falls ihr neu hier seid, das wollte ich sagen. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt. Und joint den Hashtag OZFighter. Jede Unterstützung freut mich auf jeden Fall an der Stelle. Und ich bin für jede Unterstützung auf jeden Fall dankbar. Jetzt haben wir unser Boy LSL am Start. Sehr cool, sehr, sehr cool. C17 rotieren wir aber raus. Der, wow. Wir haben zwar unseren Boy LSL am Start, aber kommen nicht auf die erste Ulti. Weil sowohl C17 als auch Rosé Key plus 3 für ihn gibt. GG. Legit GG. Heißt, wir wollen wieder so wenig wie möglich Schaden ausrichten mit den anderen. Aber dafür klatschen wir mal mit LSL einen von da hinten raus. Bekommen die Ultra Super Attack zu sehen. Was sind sein Angriffssets hier? Er bekommt 120% auf den Angriff von Rosé und 170 von, wow, C17. 370.000 haben wir an der Stelle. Nice, nice, nice. Und bekommt dann durch seine Passive hier noch. Ah, leider sind nur noch 4 übrig. Leider sind nur 4 übrig. Also zusätzlich Key plus 4 und Attack weitere zusätzlich 40%. Ah, schade, schade. Hätte ich ihn in der ersten Runde, wäre es viel geiler auf jeden Fall. Wobei wir ja die erste Ulti nicht machen können. Egal, gucken wir mal an, wie sein Schaden aussehen wird gegen diesen Boy. Kein Typenvorteil leider, aber 2 Millionen. 2 Millionen auf dem Radar und die Ulti sieht richtig geil aus. Ist bald, also die Ulti, legit, die ist von Fighters. Fighter Z oder Fighter Z, wie ihr das nennen mögt. Die ist von Fighters, ganz klar. Edition Ulti, jawoll! Korrekt, Level 5 Edition Attack poppen in und das ist die AOE Ulti. Also hier macht ihr jetzt quasi Schaden gegen jeden und Naus mit euch, Freunde. Naus mit euch. Korrekt, korrekt. Also gut. Cell hat uns auf jeden Fall an der Stelle. Cell ist wirklich ein Monster für das World Tournament. Wenn ihr ihn habt, wie gesagt, gut gedeckt, denn er sorgt für sich selbst durch seine Pässe für Key. Also der ist wirklich atemberaubend. Ansonsten würde ich eigentlich gerne Thales hier am Leben lassen, weil wir hätten mit Cell Typenvorteil. Also bereiten wir doch mal für Cell diese Rotation hier vor. Und diesen Texter würde ich eigentlich gerne mit dem. Ja, ich bringe den mal rüber mit LSL in einer Rotation. Nein!
Egal, die zwei Ulten jetzt, die zwei Ulten jetzt. Ich hoffe aber, ja, eigentlich sollte das Thales überleben. Ich hoffe es. Weil ich will auf jeden Fall mit Typenvorteil, mit Cell auf jeden Fall noch eine Ulti starten. Wenn wir die Ultra Super Deck bekommen, wäre es umso geiler. Aber das, was er in der ersten Runde geliefert hat, war auf jeden Fall jetzt schon geil. Also wirklich, Cell ist halt, der ist krank, Mann. Beruhigt euch jetzt, sagen. Okay. Ein Crit darfst du raus? Ja, okay, der wird eh keinen Schaden machen. Komm, der Hellfighter, nicht mal Doken weg. SC1. Ich müsste ja einen Int-Charakter mit reinnehmen. Zextrosis Leader Skill, deswegen habe ich den ja am Start einfach so. Diesen Cell wollen wir mit LSL bringen, weil die linken sind auf jeden Fall solide. Und jetzt kommt Boom. Oh, nice. Wir haben auch noch unseren Supporter-Cell. Sehr, sehr gut. Wir hauen Rosé raus, denn wir lassen die zwei Cells zusammen. Die linken sich natürlich logischerweise sehr solide auf jeden Fall. Sind jetzt zwei Cell, der eine ist GT. Deswegen können wir ihn spielen, beziehungsweise unser LSL heißt so oder so LSL und Cell Junior. Also den können wir auch, den können wir gut spielen mit einem anderen Cell in einem Team. Also das Android-Team sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Man braucht ja die richtigen Charaktere, aber wenn man sie hat, 1-7 hier an der Stelle, okay. Dann sind sie auf jeden Fall sehr solide. Hey, jetzt mit Typenvorteil bin ich gespannt. Was haut ihr hier raus? Aber die Ulti ist gerade. Diese. 1-5, okay, nice. Diese Cell Junior. Die rauben mir den letzten Nerv. Die sehen so geil aus. Sei es im Artwork oder in der Ulti. Ich weiß nicht, was. Ich finde die so genial, um ehrlich zu sein. Was haltet ihr von LSL? Mögt ihr LSL? Oder ist er so an euch vorbeigezogen? Ich meine, ja, er kam ja in JP, aber freut ihr euch? Ich sag's mal so, freut ihr euch, wenn er auf Global kommt? Wie seht ihr das Ganze? Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Weil, wenn er auf Global kommt, dann hätte ich ihn wirklich gern. Also, no joke. Vor allem wegen World Tournament, weil ich bin ein Spieler, der spielt World Tournament. Nicht immer ganz so auf Krampf, dass ich den Preis holen muss, wenn mir der Preis gefällt, dann hole ich das natürlich, aber ich hole zumindest mal alle Missionen so, mehr oder weniger. Hit habe ich zum Beispiel letzte Woche nicht geholt, weil, ja, versteht mich falsch, Hit ist ein cooler Charakter, aber Hit ist nicht so ein Charakter, den ich unbedingt haben müsste, deswegen, ja, habe ich da nicht so hart gegrindet für ihn, aber ja. Apropos Hit, eigentlich sollten wir schon die Ergebnisse bekommen haben. Nämlich, das sollte eigentlich online gehen am 3. September von der Wahl quasi von Hit, Kalifler oder Kevlar, wer das nächste Dokkan-X-Serie, der nächste Dokkan-X-Serie Charakter wird auf Global. Schaut auf der Seite, also auf der Seite stand, dass wir das, die Ergebnisse am 3. September bekommen sollten. Ja, wir haben legit, heute ist der 10.9. Wir haben die Ergebnisse nicht. Bandai, wo sind die Ergebnisse? Wir wollen natürlich die Ergebnisse sehen. Was soll denn der Rotz? So. Oh, nice. Wir machen das Ganze mal so. Ja, also falls ich euch gefragt habe, wo die Ergebnisse sind, die sind legit noch nicht da. Die, oh lol, was habe ich gemacht? Ich dachte, ich hätte den Tech-Cell, deswegen habe ich Tech-Ops eingesammelt, whatever. Naja, Easy A-Cell, auf jeden Fall auch so, die sollte uns auch in naher Zukunft auf Global hitten, so in den nächsten 1-2 Monaten, schätze ich mal ein. Naja, ich habe nicht so viel Ausländer eingesammelt, aber vertraut mir, den solltet ihr nicht unterschätzen. Aber Hauptfokus hier auf LSL. Guck mal, siehst du den ersten Cell Junior, der den so verarscht hat? Die Ulti ist echt geil, die ist echt schön. Da haben sie gut gepasst. Da haben sie gut mitgemacht, auf jeden Fall, finde ich. Er ist ja leider gestunt, macht nichts, nicht so schlimm. Willkommen? Ja, wir haben ihn nicht umbekommen, heißt, wir kämpfen weiterhin gegen Tals. GG, verwandel dich mal, Junge, verwandel dich mal. Aber jetzt haben wir zumindest mit dem Tech-Cell zum Beispiel auch Typenvorteil, heißt, oh je. Oh je, wir haben jetzt zwar die Androids, aber mit Rosé hätten wir Typen-Nachteil. Egal, jetzt kann jeder von mir aus ulten, weil jetzt sollen wir den Dude auf nicht mal umlegen. Ansonsten, Freunde. Ja, der hielt sich natürlich direkt Full Life, beziehungsweise um 2,1 Millionen, um den Wert, den wir da gesehen haben. LR Androids in einem Android-Team sollte man auch nicht unterschätzen, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt mit mehr Schaden, ich habe jetzt legit mit mehr Schaden gerechnet, aber Thales ist schon tanky, aber dennoch hätte ich für einen Elle-Charakter schon mit mehr Schaden gerechnet, aber ihr merkt schon, kaum jemand macht Schaden gegen Thales. Deswegen legen wir wirklich brutalen Merk, also Hauptfokus aufs LSL und jetzt den Easy 8 Cell. Thales ist hier an der Stelle gestunt, außer davon braucht jetzt unser Easy 8 Cell auf jeden Fall sehr viele Orbs. Aber ich glaube, ich bekomme nicht so viele Orbs für ihn, um ehrlich zu sein. Dankeschön. Dankeschön, danke für die Orbs, ey, du hältst mir ruhig, ey, alles gut, das waren sehr viele Orbs, ich danke dir, Game, dankeschön für die vielen Orbs, ey, wirklich. Das Geile auch an LSL ist, der hielt sich mit der ersten Ulti um 10%, das sollte man nicht unterschätzen, das ist auf jeden Fall echt solide. Wow, okay, Thales ist halt echt ein Monster, der ist ja brutal tanky, das ist mir gar nicht aufgefallen auf Global, weil auf Global, da hat jeder Charakter bei mir einen Crit mindestens, der haut den zur Seite. Aber bei allem Respekt, der ist ja total tanky, Mann. Der ist total tanky, unser Boy Thales.
Aber wir senken seine Death die ganze Zeit. Heißt, er hat jetzt zum Beispiel Double Death. Seine Death wurde doppelt gesenkt. Den Boy rotieren wir mal raus. Machen das Ganze so. LA Androids, komm, jetzt muss man aber auch Schaden machen. Sag mal, auch zwar Free-to-Play LA, aber auf 100%. Sag mal, dann muss es auch Schaden bringen, oder? Jetzt zwar ein bisschen ein älterer LA, ist auch Free-to-Play, ein konstanter Passive, aber eigentlich sollte er Schaden machen. Komm, 1 Million so, okay, jetzt können wir auf jeden Fall vielleicht mit Schaden rechnen, dass wir da durchkommen. Seine Defense ist auch gesenkt von Thales. Additional, also Androids, LA Androids, Speedy. Ich habe gerade keinen Ansatzpunkt, dass ich sie gut reden könnte. Die sind echt nicht schlecht, aber sie machen gerade nicht echt Schaden. Weil Thales Tankies und weil sie noch die konstante Passive haben, also ja. Ihr merkt es, ihr seht es auch selbst. Sie machen leider nicht den Schaden, den ich mir erhofft hätte von beiden, von den LA Androids. Naja, schauen wir mal. Egal, Cell, jetzt. Okay, jetzt haben wir viele Auswählen. Easy Acer, der ist nicht auf SA15 bei mir. Ich glaube, 10 mindestens, denke ich mal. Gehe ich stark von aus, hoffe ich mal. Aber, dennoch will ich jetzt Schaden sehen. Oh, wir haben einen Dukamod. Wenn wir den vielleicht aufbewahren könnten für LSL, das wäre auch cool, wenn wir das bei ihnen sehen. Ansonsten, auf was kommt der Easy Acer? 800.000! Ja! 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 Also. Wow, also wirklich wow. Die Sache ist ja die, Thales habe ich weggeklatscht, als er auf Globe kam, sein Dokument. Ich kam nicht mal auf die AGL-Runde. Selbst als sie da rankamen, haben halt die Charaktere trotzdem gut Schaden gemacht. Selbst LSL machte nicht viel Schaden. Weil der ist ja mal brutal tanky. Das ist mir echt nicht aufgefallen, weil ich da schon davor den Typ weggeklatscht habe. Jetzt sagt Jause, also, du red dich nicht raus. Red dich nicht raus, du bist einfach nur schlecht. nein Quatsch. Aber ich will eigentlich. Okay, ich kann keinen Duck. Ich kann den Duckermut nicht verhindern. Wir packen ihn mal für die LA Androids hin. Ansonsten. Wow, dauert das halt echt ein bisschen lang mit Thales. Hätte ich echt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Egal. Wir haben gesehen, dass Cell auf jeden Fall drauf hat. So ist nicht. Also in der ersten Runde hat er wirklich was Gutes gezeigt. Jetzt dürft ihr euch nicht täuschen lassen, dass er nicht so viel Schaden macht, eben wegen Thales. Bei sowas, bei so Dokumenten, wenn ihr Charaktere bei Dokumenten testet, dann schaut immer drauf, was steht auf dem Radar, auf dem Schadenradar, bevor er angreift. Jetzt sehen wir es leider nicht wegen dem Dokumenten, aber das ist dann quasi der Damage-Output, mit dem ihr rechnen könnt. Was dann dabei rauskommt, da wird dann quasi gewisse Einwirkungen werden aktiviert durch die Dokumenten, durch Thales zum Beispiel, jetzt speziell in dem Fall, weil er sehr tanky ist. Und da dürft ihr quasi nicht mit dem echten Schaden eines Charakters rechnen in so Dokumenten. Wo eigentlich habe ich früher so Showcase gemacht, wo ich wirklich so eben diesen echten Schaden von den Charakteren gezeigt habe, indem ich quasi Typenvorteile in eine Stage gegangen bin, ein Story-Event, wo quasi jeder Schaden durchkommt, wo der Gegner keine Damage-Reduction hat oder so. Habe ich lange nicht mehr gemacht, um echt zu sein. Warum? Ja, es ist immer schön zu sehen, dass man den richtigen Schaden mal sieht vom Charakter, aber es steht halt legit auch im Anzeigetab. Also hier, was wir gesehen haben, jetzt bei Herbfeld 17, bei der Schadenradar, ich nenne ihn einfach mal Radar, sehen wir auch gleich bei LSL. Und deswegen, in Dokumentations quasi, sieht man dann auch, was quasi, ich benutze gerade zu viel quasi und so, tut mir leid, ich weiß gar nicht, was los ist legit, aber im Endeffekt sieht man dann, was halt in so einem Dokument tatsächlich rauskommt. Ja, also da würde ich auch euch nichts erzählen, das ist halt dann auch so. Zum Beispiel bei LSL haben wir jetzt 1,8 Millionen Schaden haben wir auf dem Radar. Aber das kann 1,8 Millionen sein, weil Thales eben so tanky ist, wie wir sehen, sondern es sind 700.000. Anyway, Freunde, hat dennoch gereicht am Ende. So viel zu unserem Boy LSL. In seinem Awakening haben wir gesehen, ihr habt gesehen, was ihr für ihn braucht. Am Anfang die 35 Medaillen aus dem Cell-Dokument und dann die 21 Battlefield-Medaillen bekommt ihr, wie gesagt, aus den Battlefield-Währungen, aus dem Barbershop oder Incredible Gems auf Global. Aber ich hoffe, auf Global kommt in naher Zukunft dann noch das Battlefield, wo ihr dann auch diese Battlefield-Währungen erfarmen könnt, weil Alec Metal Cooler zum Beispiel bekommt man auch von dort. Deswegen solltet ihr das eigentlich launchen. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. So viel zu dem ganzen Awakening Showcase. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.